ich nehme das Wort Glück zum Beispiel fast nie in den Mund. Aber da, glaube ich, in diesen ersten Jahren meiner Kindheit habe ich sowas verspürt wie Glück. Regelmäßig, ja. Im Winter zum Langlaufen oder im Sommer. Jetzt war ich sogar mal im Finstern drum, in der Nacht, da bin ich kurz spazieren gegangen mit der Taschenlampe. Und dann stehen wir so vor der Fläche, wo das Gasthaus zur luftigen Höhe gestanden ist. Und in meinem Scheinwerferkegel, sage ich, habe ich das alles so abgleicht und habe da so Geschichten meiner, der Doris ein paar Geschichten erzählt. Dann leuchte so in Schnee rein, dann kommt unterm Schnee also eine kleine Maus raus und bleibt in dem Lichtkegel sitzen, eine ganz kleine Maus, mit einem braunen Fell und so Kugelaugen und schau. Und dann sage ich zu Doris, schau her, so ein Zynisch ist unser Herrgott, das ist die Inkarnation meiner Mutter wahrscheinlich, weil meine Mutter hat Mäuse gehasst, die hat eine fürchterliche Mäusephobie gehabt. Das finde ich nicht sonderlich gut, weil das kann mir doch keiner sagen, dass ich mal über 1000 Meter nicht mehr existieren kann. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben zu existieren. Die Leopoldsreiter selber haben den Mut nicht gehabt und leider hat es keinen Politiker gegeben, die die unterstützt hätten. Heutzutage gab es das nicht mehr, dass so ein Dorf stirbt, da hat sich irgendeiner was einfallen lassen. Noch dazu war das ja ein Winterparadies, ist absolut schneesicher da drum, ein Langlaufzentrum, was weiß denn ich. Ich meine, selbst wenn es noch gäbe, es käme da sowas wie mit der Firma ins Rheinensteg hin. Es ist ja auch ein Umbringen eines Dorfes auf eine andere Art und Weise. Also die Idylle kann man nicht aufrechterhalten, das wäre ein kindlicher Traum. Es hätte auch Kinder, dass da 10 Hotels jetzt rumstehen. Das ist so gescheiter, ist ja ein Baum gepflanzt. Weil, wenn du kein Umfeld hast, mit dem du reden kannst oder die Themen austauschen kannst, die dich beschäftigen, dann hast du keine Heimat und da hilft dir das schönste Haus und die grünste Wiese und der tollste Sonnenschein nichts. Du musst dich mitteilen können. Und das sind meine Bedenken. Ich dachte da schon einer. Ne? Und da mir dann halt mal oder irgendwo so einen Hitten kaufen und sagen, ah, ist das schön. Und schwamm mal so hergehen. Aber das ist es ja nicht. Ne? Du brauchst ja Leute, mit denen du redest. Und da habe ich meine Bedenken. Ich bin oft herum. Für mich ist das wie ein Gläubiger nach Altötting pilgert von ich nach Leopoldsreith. Ich bin aber leider nicht gläubig, aber ich halte das für einen Gnadenort. Also ich glaube immer, dass ich da Kraft schöpfe da herum. Auch wenn keiner mehr da ist. Der kulturelle Bezug war Bischofsreith. Mhm. Und man hat, wie gesagt, das alles zu Fuß gemacht früher. Da ist man gesagt, oh, gehen wir heute nach Bemischrehren. Ich meine, das hat ja noch einen Tag gedauert. Der sechste, der Zeitbegriff hat sich ja verändert. Mhm. Da ist man einen Tag zum Einkaufen gegangen. Aber wir dürfen uns nicht beklagen, wir haben ja selber, jeder hat ein Handy und ein Auto, wir beschleunigen ja das selber alles. Und das ist ja da, das ist natürlich jetzt entschleunigt, weil es nur mehr im Kopf da ist. Mhm. Und ich sehe meinen Großvater sitzen, der hat, früher hätte man gesagt, der hat Depressionen, jetzt hat man gesagt, der hat Depressionen gehabt. Der ist auf der Ofenbank gesessen, hat oben gegrübelt. Der hat ständig nachgedacht, ja, wie zahle ich das, muss ich wieder einen Baum umschneiden, was tue ich mit der Kuh, nicht? Und die Buben, die wollten alle ein Auto und ein Motorradl, nicht? Und haben es natürlich gesehen. Und an einem Sonntag ist er nur Hans hin und her gerauscht, Motorradl und wieder zurück. Und wenn es wieder erstes Auto gehabt hat, den ganzen Tag ihre Autos vorgeführt. Das waren die Sehnsüchte von Leopoldsreith, motorisiert zu sein. Und die Sehnsucht war Mannheim und Stuttgart. Und erst wie sie dort waren, haben sie gemerkt, was sie verloren haben. Weil so einen Ort kann man eigentlich nur poetisch angehen. Ich bin da oft mit meiner Mutter gewesen und sagt, ich kann mich noch genau erinnern, wie ist das eh da wenn die Holzhauer gesoffen haben, wenn sie Geld gekriegt haben, wie sie die alle aufgeführt haben.
Und ich habe Bilder im Kopf als Kind, da hat meine Mutter gerade gestaunt, sagt, was du ist, weißt. Ja, sag, ich habe genau zugeschaut. Ich habe euch schon gesehen damals. Und man kann halt, man muss es halt festhalten. Vor allen Dingen im Winter, wenn Lebezeit zugewachelt war, da mal 3-4 Meter hohe Schneewehen vorstellen, alle vom Bäm um, von der Seite waren alle Häuser zugewachelt, bis übers Dach auf. Ne? Da hast du nicht auskennen, da hast du einen gehabt, dass du von einem Haus zum nächsten kommst. Ne? Und da haben sie sich immer irgendeinem Haus versammelt und haben Schaf gekopft oder die Frauen haben Federschleißen oder irgendwas haben sie gemacht. Du musst sie durch die Zeit bringen. Und was tut man in der Zeit? Geschichten erzählen. Ja, das Einzige, was in unserem Leben halt sind Geschichten. Ein Zeitstillstand gibt es nicht, eine Zeit geht immer weiter. Aber da hat man das Gefühl, man kommt zur Ruhe. Was ja ungefähr so viel heißt, dass die Zeit stillsteht. Heimat ist ein Irrtum im Grunde genommen. Das wird häufig mit Wiesen und Wäldern in Verbindung gebracht. Ich habe es vorhin schon gesagt, Heimat hat mit einem Gespräch mit Menschen zu tun. Und wenn ich mich jetzt da herziehen würde und mich da niedersitzen, würde ich vor Einsamkeit sterben wahrscheinlich, nach kurzer Zeit, weil niemand redet mit mir. Ich kann mich mit den Geistern nicht unterhalten. Und das ist das, der Konflikt, Heimat ist eine Konfliktsituation. Weil es ist, wenn man über Heimat redet, hat man es ja nicht mehr. Das braucht man nicht reden drüber. Das sind Sehnsüchte der Kindheit. Ich kann dir da erzählen, was ich da gespielt habe, dass ich Kier außer drin habe. Das ist ja da, ich kann es ja niederschreiben. Das ist ja das Schöne an der Literatur, man kann es ja festhalten. Das können tausend andere Leute lesen. Aber da ist es nicht mehr. Und ist nicht wiederherstellbar. Ich meine, es gibt keinen endgültigen Begriff. Heimat spielt sich nur im Kopf ab. Aus. Amen.